gibt so ein Wort, das ich benutze, schalte das Hirn ein. Was heißt das konkret? Das ist ähnlich, wenn Sie ein Blatt Papier haben, das wäre das Hirn, und einen Stift, das ist Ihre Kreativität. Wenn Sie da nichts schreiben, dann können Sie auch nichts lesen. Wenn Sie nur zuhören beim Lernstoff und nicht diesen aktiven Prozess des Kombinierens von Fantasie und Logik, wenn Sie das nicht tun, werden Sie sich wahrscheinlich nicht wirklich gut daran erinnern können. Geschichten merken ist eine der schnellsten Möglichkeiten, das zu zeigen, wie das funktioniert. Ich werde es Ihnen jetzt mal an einem Beispiel erleben lassen, eben nicht theoretisch zeigen, erleben lassen, also machen Sie aktiv mit. Es ist eine Geschichte, die kommt von einer Fernsehsendung mit Frank Elstner. Die Sendung hieß Menschen der Woche. Das ist, glaube ich, im Dezember 2015 wurde das zum letzten Mal ausgestrahlt. Das war 2004. Ich war damals Trainer des Jahres in Österreich und das haben die offenbar gemerkt. Die suchen ja Gäste, die nicht jetzt Promis sind, sondern einfach was Tolles erlebt haben. Und ich hoffte natürlich, der Frank, der da eine Viertelstunde mit mir samstagabends geredet hat, das ist natürlich toll für einen Trainer, mit so einem tollen Referenten, respektive Moderatoren zu reden, dass der begeistert ist, sonst lädt er mich ja nicht ein. Er hatte keine Ahnung, wer ich war. Das war wirklich spannend. Ich habe dann später herausgefunden, dass vermutlich die Regisseurin mich entdeckt hatte und die hat dann ihn überredet. Was immer er sagte, hat er hier beim Teleprompter abgelesen. Dann habe ich dem Frank gesagt, lieber Frank, darf ich mal mit dem Publikum, da saßen vielleicht 160 Leute, darf ich mit denen ein Spiel spielen? Dann erleben sie, wie funktionierend er war. Völlig offen, das relativ ungewöhnlich ist, was ich toll finde. Und dann habe ich mit dem Publikum folgendes Spiel gespielt. Fühlen Sie sich jetzt als im Publikum sitzend. Also hingeschaut und gesagt, ich bin ein Mann und habe in meiner Hand eine Tomate. Und aus dieser Tomate wächst ein Erika-Blümchen. Jetzt kommt der Nikolaus, schnappt sich das Blümchen, geht damit Golf spielen. Und wenn er einlocht beim Golf spielen, zieht er vor Freude eine Ziehharmonika. Aufgrund der Musik kommt Königin Elisabeth mit dem Ferrari, damals vom Michael Schumacher. So habe ich das gesagt, habe den Frank gar nicht erst angesprochen, sondern ich habe das Publikum gefragt, übrigens das Publikum war bis zu diesem Moment noch relativ stumm, was habe ich in der Hand? Und jetzt brüllten von 160, 130 Tomate, weil die ein Erfolgserlebnis hatten. Und dann habe ich, vielleicht machen wir es mal zusammen, weitergefragt, also was habe ich in der Hand? Und sie sagen, Tomate. Und dann habe ich gefragt, was kommt raus? Und die brüllten, Erika. Und wer nimmt es? Klar, der Nikolaus. Was geht es spielen? Sie kommen jetzt nicht auf Tennis. Der spielt Golf und wenn er einlocht, zieht er eine, genau, eine Ziehharmonika. Und wer kommt? Königin Elisabeth. Mit was kommt die? Mit dem Ferrari vom Michael Schumacher. Und in dem Moment sage ich zum Frank, sehen Sie Frank, die meisten hier drin haben in weniger als einer Minute vom Nobelpreisträger Thomas Mann die 6 Kinder gelernt in der Reihenfolge, wie die geboren sind. Also Tomate Mann, Thomas Mann. Erika ist die älteste Tochter. Der Klaus Mann, der hat Mephisto geschrieben. Golf und Einlochen, Golo Mann, Monika Mann, Elisabeth Mann, Michael Mann. Sein nächster Satz war, das macht ja richtig Spaß. Das war so ein riesen Gaudi, aber alle hatten verstanden, gestimmt, eine Geschichte lässt mir die Daten einfach so entgegenpurzeln. Man muss das gar nicht so lange üben. Eigentlich konnten wir das alles schon, als wir kleine Kinder waren. Nur irgendwie hat man das in der Schule nicht geübt und vergessen und traut sich manchmal so gar nicht mehr zu. Es gibt Erwachsene, die sagen spontan, aber ich kann doch nicht selber so eine Geschichte finden. Selbstverständlich kann man das. Ich habe hunderte von solchen Geschichten erfunden, gesehen von Schülern, von Lehrern, von Eltern. Versuchen Sie es auch, es ist wirklich cool. Danke fürs Zuhören.